Die Reise bis hierher. Eine große Arena voller Blut. Ein erschlagener Riese. Ein Tribut in voller Höhe gezollt. Doch bevor der König unserem Reiter hilft, muss er seinen Hof der Toten haben. Hallihallo und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darksiders 2. Ja, es ist ja schon etwas sehr lange her, seit der letzten Aufnahme. Ich hoffe einfach mal, dass das Mikrofon nicht anfängt zu knacken. Es tut mir echt leid, das ist in den letzten Aufnahmen ist das immer so extrem, dass die ganze Aufnahme verknackt ist und dann muss ich immer umändern und der Ton hört sich dann auch scheiße an. Das tut mir sehr leid. So, Darksiders 2. Es ist anderthalb Monate her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Zweieinhalb Monate, Entschuldigung. Ich muss mich mal ganz kurz ein bisschen mit der Steuerung wieder vertraut machen. So. Ach ja, wir hatten ja auf Keule umgestellt. Stimmt, da war ja was. Gut, die Kamera folgt meiner Bewegung. Sehr schön. So, springen wir B. Ja. Okay, A ist nix. Hier können wir wechseln. Sehr schön. Ich hoffe erstmal, das wird so funktionieren, wie ich mir das alles vorstelle. Wir haben nur noch einen Weg zurück. Okay, das müssen wir auch mal. Wir müssen die erste... haben wir schon eine Seele gefunden? Ich weiß es nicht mehr. Es ist so lange her. Das ist sehr ärgerlich, wenn man... Na, Arbeit und so, ne? Ist halt sehr blöd. Ich war die letzten zwei Wochen war ich auf Montage. Dementsprechend nochmal ein herzliches Sorry. Aber ich kann ja nichts. Da kann ich runterspringen. Den Schalter hier habe ich schon mal betätigt. Zumindest ändert sich nichts. Also gehe ich mal davon aus, ich kann jetzt hier runter. So. Welches Rätsel war das? Ach so, ja, ja, okay. Okay, ich weiß wieder, wo wir sind, glaube ich. Hier hatten wir gegen irgendwas gekämpft, meine ich. Das ist alles so kompliziert noch. Was hatten wir da im letzten Part, beziehungsweise in der letzten Aufnahme, eigentlich da unten gefunden? Ich weiß es nicht. Beziehungsweise da oben war es, ja? So. Okay, machen wir den einfach mal platt. Um mal wieder ein bisschen reinzukommen. Ich glaube, wir haben... Wieso ist da denn jetzt auf einmal eine... Fährmannsmünze? Das verstehe ich nicht. Lag die da vorher auch schon? Dann habe ich nicht gründlich gesucht. Hier kann ich rein. Hier ist aber nichts. Okay, da hinten kam noch einer an. Oder auch nicht. Muss mal gucken. Das war der Sprung. Das war der... Ah ja. Okay. Ich muss im Endeffekt, wie ihr schon mitgekriegt habt, wahrscheinlich muss ich hier noch ein bisschen rumgucken, wie das alles funktioniert noch mit der Steuerung. Es ist nämlich, wie gesagt, schon etwas länger her und, naja, ich gebe mein Bestes, ne? So, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir hier nämlich den Schlüssel in der letzten Aufnahme geholt. Richtig. Deswegen wurde mir auf der Karte wahrscheinlich auch der Schlüssel angezeigt. So. Für diejenigen, die dieses Video sehen und den Spyro-Part noch nicht gesehen haben. Es kommt wieder ein Livestream. Und zwar am 3.5. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich tue es nämlich auch. Wir spielen wieder The Minish Cap. Also Zelda The Minish Cap. Und das war doof. Ja. Und das Ganze trägt ab sofort den Namen Let's Play Live. Ein genaues Video werde ich dazu hoffentlich noch rechtzeitig hochladen können. Wenn nicht, dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen, weil beim letzten Mal war das ja ein bisschen katastrophal. Okay, hier kann ich drauf. Da ist... Oh, wie komme ich da am besten hoch? Oder auch rüber? Die will ich schon haben. Das ist eine Seite des Buches der Toten. Das wird, glaube ich, nicht so einfach. Na gut, versuchen wir es. So. Und dann hier rüber. So funktioniert's. Seite des Buches der Toten. Sehr schön. Wie viele Seiten haben wir? Vervollständiges zweite Kapitel. Vom Kapitel 2. Fall einfach wie ein Stein. Obwohl ich vorher sogar noch springen gedrückt habe. Ins Wasser sollten wir vielleicht auch mal. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas zum...
Ja, die wissen schon, wo sie Sachen verstecken müssen, damit ich sie nicht finde. Verdammt. Die sind gut. So, komm, hier hoch. Ja. Der ein oder andere fragt sich eventuell, was ich derzeit beruflich mache. Ich habe ja im Januar habe ich ausgelernt und im Februar habe ich meine neue Arbeitsstelle im Maschinenbau derselben Firma angefangen. Als Aushilfsmechaniker. Und da bin ich jetzt so ein bisschen auf Montage und alles und mache fast jeden Tag Überstunden. Egal, passiert. Und ja, verdiene ziemlich gutes Geld, kann ich so sagen. Aber mal sehen, ob es so weitergeht. Ich habe nämlich leider nur einen Zeitvertrag und der läuft Ende Juni aus. So, gib mich, sammle die zweite Seele ein. 2 von 3, ach du Scheiße, was ist das für ein Viech? Aber gegen sowas schon mal untoter Pirsch. Na danke. Pirsch sind schon schlimm genug. Aber ein Untoter könnte noch... Ja, das stört den Pirsch natürlich gar nicht. Aua. Und er zieht auch ganz schön Schaden, das ist übel. Ja, das schmerzt schon. So viele Lebenstränke habe ich nicht mehr. Und das Problem ist, ich komme hier auch gerade irgendwie nicht mit der Kameraperspektive zurecht. Ne? Oh Mann, ey. Der nervt. Er ist doch schon tot, der Pirsch. Achso, ihr meintet mich. Ich heiße tot. Zählt das nicht auch? Oh, ich glaube, wir werden hier gleich auf ein KO treffen. Beziehungsweise auf ein... Ja, ein Game Over. Der Pirsch den sollten wir als erstes machen. Glaube ich. So. Erstmal ein paar Ghule, die lenken nämlich ab. Das ist sehr praktisch. Zumindest den Pirsch lenkt das ab. Exekutieren. Sehr schön. Oh. Oder deins, je nachdem. Wir werden sehen. Du hast nicht mehr viel Leben, ich auch nicht. So. Expermosch. Eine besessene Glefe. Schaden langsam, aber ordentlich. Huch. Deutlich besser als die Keule, die wir haben. Wir sind so gut wie tot. Versteht ihr einen Wortwitz dabei? Also es ist, ja, okay. Ich weiß. War nicht lustig. So, hier soll irgendwo noch eine Truhe sein. Hier irgendwo. Da. Spring mal runter. Ha, perfekt. Nein, doch nicht damit. Uiuiui. So, Stiefel. Noch bessere Stiefel. Ich muss mal kurz ein bisschen die Rüstung umändern. So, wo war denn das? Da. So, die Sensen haben wir hier schlecht. Wir haben die ausgewählt. Besessene Doppelsensen, 100, schlag mich tot. Können wir die nochmal ein bisschen aufwerten? Können wir tatsächlich. Gut, dann gucken wir doch einfach mal, was wir nicht mehr brauchen. Besessene Glefe, die lassen wir erstmal. Brutale Sense des Schocks. Brauchen wir nicht, werden wir höchstwahrscheinlich nicht brauchen. Grimmige Sense, nein. Ja, Verbesserung. Schockschaden, okay. Kritischer Treffer. Gesundheit bei kritischer Treffer erhöht sich. Zorn bei kritischen Treffern nehmen wir mal. So, kann man die noch weiter verbessern? Ja. Das ist doch geil. Brutale Sense kann weg. So. Grimmige Sense des Blitzes kann weg. Zu schwach für uns. Kraft 16, Zorn pro Kill, Gesundheit pro Kill. Das ist schon mal sehr gut. Gesundheit pro Kill, ne? So. Nochmal verbessern, weil wir es können. Brutale Sense, weg damit. Auch weg. Ihr merkt schon, ich sortiere gerade willkürlich mehr oder weniger aus. So. Zorn bei kritischen Treffer annehmen. Gesundheit bei kritischen Treffer 36 statt 35. Zorn bei kritischen. Gehen wir auf 9. Okay, so viele Sensen haben wir nicht mehr. Wir können auch nur noch einmal verbessern. Besessene Armklingen. Die lasse ich erstmal, weil ich lieber mit Armklingen kämpfe. Das war der falsche Knopf. So. Besessene Glefe bis 414. Das ist damit die stärkste Waffe, die wir derzeit im Inventar haben. Rüsten wir aus, verbessern erstmal. Anlegen. So,
jetzt verbessern. Die Keule. Brutale Keule. Brauchen wir nicht. So. Faustschild des Frosts brauchen wir auch nicht. Brutaler Hammer brauchen wir auch nicht. Hammer des Infernos. Inferno-Schaden 90. Huch. Die Harnische bringen so gut wie gar nichts. Oh, doch. Fährtensuchergewand. Kritischer Schaden plus 18. Lassen wir. Erfahrung ist immer wichtig. Anklinge. Maximus-Keule. Ach, die bringt gar nichts. Okay. Und die normale Sense. So, mal gucken. 412. Jo. Das ist schon ordentlich. Kritischer Schaden, Gesundheit bei kritischer Schaden. Machen wir plus 22%. So, jetzt mal ganz kurz hier umgucken. Den haben wir ausgewählt. Das ist derzeit der beste, wenn mich nicht alles täuscht. Jo. So, den haben wir ausgewählt. 107. Also Dorn, ja, natürlich. Ich dachte gerade, hey, wieso sind der besser? Okay. Da haben wir die aus. Mörderschoner. 68. 76 WTF. Ach ja, aber da haben wir mehr Vorteile, okay. So. Fettensucherstiefel. Da fällt alles runter. Ist doch alles nicht einfach. So, was haben wir hier? Relikt von Itogos. Schriftrolle des Seelendenkers. Seite des Buches der Tod. Egal. Gut. Machen wir weiter. Ich denke mal, ich werde gleich erstmal kurz in ein Dingens gehen, mich ein bisschen heilen, weil wir sind ja so gut wie tot. Was nicht so witzig ist. Glaube ich. Wie gesagt, ich hoffe einfach mal, dass die Kamera, dass das Mikrofon jetzt nicht anfängt zu knirschen und knacksen, was weiß ich nicht alles. Haben wir gar keine Karte für den Bereich hier? Hier ist eine Brücke, da gehen wir rüber. Ohne weitere Vorkommnisse. Hat auch ganz gut funktioniert. So, und dann müssten wir hier jetzt zu dem Raum kommen mit dem Judikator. Ach ja, natürlich. Muss man da sprechen. Das Urteil steht bevor. Menschen. Immer so ängstlich. Sieh dein Leben, wie du es wahrhaft gelebt hast. Finde die letzte Seele. Natürlich. Sieht doch fast gar nicht bedrohlich aus. Na gut, so. Warten auf Abschluss des Speichervorgangs. Huch. War falscher Knopf. Ich wollte eigentlich hier und dann auf die Karte und dann nämlich kurz. Itogot hat, glaube ich, welche. So. Hat das hier die Karte? Schlangenfolien brauchen wir nicht. Rüstung, Waffen und Talismane. Also, schnelle Reise, Y. So, Wegpunkt ist glücklicherweise gesetzt. Ja, könnt ihr mal sehen. Wieso ich das Mikrofon wieder direkt vom Mund habe? Ich hoffe, dass dadurch irgendwie das Knacken unterdrückt wird, weil ich habe das Gefühl, wenn ich mehr so von hier spreche, dann knackt es. Oder hört sich einfach nur bescheuert an. Das kann natürlich auch sein, weil das hat so eine Nierencharakteristik. Ich muss vielleicht gucken. Wenn das Mikrofon gar nicht mehr geht, dann werde ich mir wahrscheinlich ein neues zulegen müssen, was natürlich ein bisschen ärgerlich ist, weil das nicht gerade wenig Geld gekostet hat, ne? Und es hat mich gut begleitet, mein treuer Gefährte. So, sprich. Alles neue Waren aus nahen und fernen Ländern. Du Lüchsach. So, erstmal hier das Relikt verkaufen. Da kriegen wir nämlich nochmal ein bisschen was für. Relikt von Itogot. 3000. Ja, das nehmen wir doch gerne mal an. 38.000 haben wir. Sehr schön. Jetzt will ich aber kaufen. Ich will nämlich Tränke kaufen. Heiltrank. Sehr schön. 10 Stück hat er. 5 können wir mitnehmen. Der Weg, der vor dir liegt, wird schwierig. Zorntränke vorsichtshalber auch. So. Jetzt können wir schon direkt wieder zurück ins Verlies. Nee, warte mal. Stopp. So, wie viel halt ein Trank? Die Hälfte des Lebens ungefähr, ne? Jo. Gut, dann nehmen wir nämlich zwei und nehmen nochmal zwei mit. Dann starten wir nämlich voll gestärkt wieder durch.
So. Er hat noch 5. Sehr schön. Ich hoffe, du musst nicht. 2 haben wir verbraucht, 2 haben wir gekauft. Sehr schön. Weiter geht's. Ich bin auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig in der Story drin. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ah, da komme ich schon wieder rein. So, zurück zum Grab des Judikators. Und wieder dieser wunderbare Ladebildschirm. Ich liebe ihn. Ist der nicht schön? Er ist schön, ne? Ist die Kamera wieder gut? Man sieht's vielleicht, wenn ich mich hier so ein bisschen drehe. Mir stehen die Haare ab. Ich habe keine Ahnung, wieso das so ist. Ich kann machen, was ich will. Gel bringt nichts, Wasser bringt nichts. Ich krieg die nicht angelegt. Die sind immer voll die Sturmfrisur. Ich sollte mal wieder zum Friseur. Wieder viel zu lange Haare. So, jetzt starten wir durch in den nächsten Turm. Ist das nicht schön? Das ist toll, ne? So langsam, aber sicher neigt sich auch die Suche nach dem Judikator dem Ende zu. Aber wir haben dann ja immer noch einen, den wir finden müssen. Weil der Herr der Toten braucht ja schließlich seine 3 Gefährten. Ich habe jetzt wieder dieses typische 3. Dieses typische Eichsfelderische. Eichsfelderische. Ja gut, kann man so sagen. Ein bisschen stelle ich das Mikrofon nochmal weiter. So. Dürfte jetzt auch nicht so schlimm sein, oder? So, hier können wir wieder Dingens rufen. Nee, wie ging das? Nein. Scheiße. Ah, okay. Da. Interdiktion. Komm. Ich habe ihn gerufen. Ja, ja, und immer wieder dieselbe Leier. Irgendwie bin ich gerade heilfroh, dass ich ihn nochmal zu mir gerufen habe. Wer oder was ist das? Untoter General. Oh, sehr geil. Glücklicherweise ist der andere auch hier. Aua. Genug wovon? Wow, ich konnte gerade so noch ausweichen. Oh, das hat gesessen. Aua. Lächerlicher Welpe. Wenn du das sagst, dann wird das wohl stimmen. Ich mag Untote irgendwie nicht. Zumindest nicht, wenn sie so stark sind und uns einfach mal so killen. Nicht schlecht. So. Natürlich bringt die Glefe gar nichts. Warte mal. Ich habe eine Idee. Coole. Wir ziehen ihm auf jeden Fall ein bisschen was. Ist zwar nicht viel, aber was soll's. So, gleich ist er hin. Jetzt ist er hin. Wunderbar. Oh, schon wieder Sachen. Handschuhe des Eises. Ach, das sind Schadensdinger. Waffen. So. Ah, natürlich. Wir müssen auf Etage 2. So. Hier gibt es schon wieder zu viele Wege. Da kommen wir nicht. Da kommen wir auch nicht weiter. Da müssen wir natürlich hochklettern, ist klar. Ja. Geh mal dahin. Dann öffnet sich da wahrscheinlich was. Dann öffnet sich oben das. Okay. Ich kann auch dahin schicken. Da kann ich nicht hinschicken. Okay. Hier kann man... Achso, ja, weil ich auf die Plattform gestiegen bin. Ich habe mich gerade gefragt, was ist denn jetzt los? Hier kann man... Nichts machen. Okay. Sehr schön oder auch nicht. Da hinten würden wir wahrscheinlich auch nicht weiterkommen. Ich gucke einfach mal. Doch, hier hinten würden wir weiterkommen. Das heißt, wir müssen ihn hier da hinten hinschicken.